Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir probieren es heute mit einem Let's Play, wie wir es uns schon lange gewünscht haben. Wir haben eine fast vollbesetzte Hammerhead. Das Einzige, was uns, glaube ich, fehlt, ist ein weiterer Turm, der sowieso gerade ein bisschen spinnt und außerdem einen zusätzlichen Ingenieur. Aber ansonsten sind wir hier voll besetzt mit unserer Crew. Der Weasen ist mit dabei, der Woozy ist mit dabei, der Caridon sitzt hier neben mir. Ich bin auf dem Co-Pilotensitz übrigens. Dann haben wir den Sudo mit dabei, wir haben den Warhazard mit dabei und den Gigto. Und wir alle wollen jetzt mal ein bisschen auf NPC-Funk gehen und uns mal angucken, ob wir nicht gemeinsam mal so eine Sector-Sweep-Mission machen. Caridon, mein Lieber, du hast gerade die Mission angenommen. Was ist eigentlich der Inhalt? Piraten abschlachten. Ja, das klingt gut. Wie heißt die? Wo denn? Uno Momento. Ja. Ja. Ach, ja, schön. Ja. Es war Sector Sweep. Es war. Okay. Immer schnell eine neue. Gut. Wir probieren das hier schon eine Weile, muss man dazu sagen. Wir haben uns hier vor einer ganzen Weile zusammengefunden und durch die PTU-Bugs, die wir so haben mit Game Crash, ich kann nicht reloggen, hier und da, ist hier schon so ein bisschen Spannung aufgekommen, sage ich mal. Insbesondere hier bei Weasen, du, ich habe dich gerade hier in der Perspektive, du hast den hinteren Geschützturm hier, ne? Genau. Den habe ich. Genau. Du bist sozusagen das. Sehr schön. Du bist sozusagen das Schwänzchen vom abplattgefahrenen Wiesel. Danke für den Vergleich. Ja, okay, oh, ich sehe hier wieder was. Oh. Okay, ist weit genug weg. Ja, ich hoffe es. Ich werde was machen wir jetzt hier? Wir werden jetzt gucken, ob wir hier Piraten abgeschlachtet kriegen. Ja, hier echt ganz schön dubios aus. Ist das Grimmix oder ist das einfach nur einer der neuen Steine? Das ist einer der neuen Steine. War das so jetzt ein OM-Marke oder ich was? Ich verteile schon mal ein bisschen mehr auf. Raycon Backboard voraus. Kann keine Ziele aufschalten. Wir haben auch gerade keine Ziele. Er hat doch gerade gesagt, Greycorn Backboard voraus. Ich habe ja, auch tatsächlich Security im Stein. Ja, im Stein hatte ich auch gerade kurz. Wir sind am Ground Rendezvous Point. Okay. Müssen wir kurz warten. Caridon und ich sind mutig, wie man sieht. Wir haben uns beide nämlich hier die Atmosphäre des Schiffs zur Nutze gemacht. Und haben keine Raumanzüge an. Weapons hold. Nicht schießen, heißt es. So, und jetzt soll eigentlich was passieren gleich irgendwann, ne? Ja, irgendwann. Ja. Reason, wann kommt mein Kaffee? Nee, nee, so aus, als wäre das meine Aufgabe hier. Vor allem, ja. Lieber nicht. Lieber bleiben jetzt alle da, wo sie drin sind. Apropos, wer ist denn eigentlich wo? Das können wir vielleicht nur durchgehen. Weasen, dich hatten wir ja schon. Du bist da hinten am Heck des Schiffes, ganz achtern im Geschützturm. Wer ist denn Backboard vorne im Geschützturm? Das bin ich, Sudo. Ah, alles klar, gut. Und wer ist Steuerbord vorne? Warhazard. Ah, Warhazard, wunderbar. Backboard hinten? Uzi. Uzi und Steuerbord hinten? Gigto. Ist dann der Gigto, alles klar, wundervoll. Ja, wie gesagt, der oben, den haben wir nicht besetzt. Wir hatten nämlich gerade so ein Problem, dass der Gigto da immer wieder versucht hat, sich reinzusetzen und jedes Mal beim Rein- oder Rausgehen gestorben ist. Kann aber auch am Server gelegen haben, denn gleicher Fehler war auch bei Caridon, wenn der sich in den Pilotengesetz gesetzt hat und sein Mobilas aufgemacht hat, war das gleiche Problem. Aber gut, haben wir einen Kontrollpunkt? Check, ADK. Sehr gut. Schade, dass ich das nicht sehe. Das wäre toll. Dann könnte ich dir noch mehr helfen. Was übrigens ein gutes Feature ist, was dieses Schiff schon hat, was hoffentlich alle Schiffe kriegen, ist in dem Moment, wo Caridon jetzt außer Gefecht sein sollte, zum Beispiel, weil er einen Crash hat und nicht relockt, dann übernehme ich automatisch die Kontrolle als Co-Pilot. Tolle Sache. Das sollen bitte alle Schiffe kriegen. Und ansonsten habe ich jetzt mal die Energie ein bisschen, also das Energiedreieck ein bisschen in Richtung Waffen und Schilde verteilt. Das gilt ja aber jetzt nur für den. Oh, ja, da ist so ein Quantum Drum nochmal oder sowas, ne? Genau. Okay. Weil die Hammerhead ist jetzt nicht die schnellste. Das stimmt. Gar nichts auf dem Schirm, ihr? Nope. Negativ. Ja, noch 17K. So. Okay, Condition Red an Bord. Wir erwarten feinen Kontakt. Aber wie gesagt, es ist eine Patrouille, wer weiß.
Witzig, da wir eine Party-Markierung haben, sehe ich tatsächlich Warhazard an Steuerbord und Sudo an Backbord bei mir markiert. In euren Türmen. Und während wir suchen, wir haben so das Gefühl, man kann die Türme jetzt ein bisschen weiter kippen, oder? Als vorher. Ist ja ein großer Patch gekommen. Also das, was Sudo da macht, sieht schon so aus, als könntest du fast nach unten schießen. Ja. Das ist jetzt höchste Position. Ja, und höchste Position. Ja, ich gehe mal nach außen. Ja, ja, man sieht's jetzt. Wir sind am Control Point. Check. Ist es jetzt eigentlich fahrlässig, Weezen hier ohne Fighter-Unterstützung einfach so reinzufliegen? Eigentlich schon ein bisschen, glaube ich. Wir haben ja noch gar keine Ahnung, was uns hier begegnet. Ja. Ich hoffe ja, sowas Fettes wie eine Cutlass. Da hätte ich ja richtig Spaß dran, wenn ihr dir sowas abschießen könnt. Ich meine, so zwei Jäger, die vorwegfliegen, auch zur Aufklärung, wäre eigentlich ganz praktisch. Mindest zwei. Die sind irgendwie bebaut, diese Asteroiden hier. Ich hab so das Gefühl, die sind so Klone von Grimhex einfach. Mhm. Ja, aber Grimhex sieht anders aus. So, Caridon. Jetzt an dem Punkt, wo wir sein sollen? Oder wir sind am Punkt. Wir haben jetzt die Aufgabe Limited Hostiles, aber. Backboard noch clear. Alles noch clear. Ach, dann alles clear. Meine leicht verdientes Geld, möchte ich mal so sagen. Ja, du kriegst ja das Geld primär durchs Abschießen. Du kriegst ja, glaub, einen kleinen Betrag so und dann kriegst du einen Bonus fürs Abschießen. Wer hat denn diesen Vertrag ausgehandelt? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Jetzt war es wieder keiner. Die Ungewissheit ist immer das Schlimmste. Das ist alles so ruhig. Kann es sein, dass gar keiner kommt? Kann auch sein, dass die Mission Weezen, kaputt ist, Weezen, ja. Weezen, dein Spruch muss doch jetzt eigentlich kommen. Wo ist denn der? Ja, denn jetzt? Was sagst du immer in so einer Situation? Sagst du immer langweilig? Das Gleiche? Nee, langweilig sagst du auch. Das kommt ein bisschen später. Eigentlich vorher kommt immer... Ne, ja, ich hab kein gutes Gefühl. Ja, Alter. Danke, genau. Bitte nochmal, jetzt nochmal, jetzt, ne? Hier, komm. Überhaupt kein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, ja, genau. Danke. Den vermisse ich doch sonst. Also unsere Aufgabe ist immer noch Eliminate Hostiles, aber bis jetzt sind noch keine da. Immer noch clear. Das Problem an der Sache ist, dass die Scanning-Reichweite der Schiffe auf 6 Kilometer runtergesetzt wurde. Das heißt, wenn ihr auf 10 Kilometer spawnen, hat man ein kleines Problem. Ich kann halt auch keinen Scanning-Ping machen. Kannst du weiteren Bogen fliegen vielleicht? Oh, bitte, eine NPC-Cutlass. Einfach so zum Nom-Nom machen. Sonst müssen wir halt die ganzen Comrades abklappern, ne? Ja, da ich schau nochmal nach Alternativen. Ja. Müssen wir halt doch shoppen gehen, Leute. Ja, also wir sitzen jetzt hier in der Korvette. Wir müssen jetzt hier irgendwie mit dieser Korvette auch was machen können. Würde man kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir waren schon so produktiv, dass sich kein Pirat mehr in unsere Nähe traut. Okay, wir haben eine Alternative. Lass uns die Asteroiden schießen. Wir haben eine Alternative. Genau, direkt an Korea sind nämlich Monitors. Ach, sehr gut. Die können wir auseinandernehmen. Illegale Satelliten. Sehr gut. Also... Condition Red bleibt. Wir fliegen jetzt nach Korea. Da sind illegale Satelliten, die können wir auseinandernehmen und vielleicht auch noch ein paar Leute, die sie verteidigen. Oh, das wäre doch schön. Wunderbar. N Quad All Mines. Aber Wusi wird mir auf 70k angezeigt. Ist der noch an Bord? Nö. Oh je. Was? Echt? Ich bin schon die ganze Weile nicht mehr an Bord.
ungefähr ab da, wo wir die großen Asteroiden passiert haben. Muss ich wollte nichts sagen, nicht, dass wir nochmal neu anfangen müssen. Ups. Oh, bist du rausgefallen oder bist du gestorben? Crash. Hat er versucht, hinter uns hinterher zu kommen? Ja, hab ich gerade vor. Okay. Komm, Quads, hin. Also haben wir den hinteren Backbordturm verloren. Yep. Okay. Wiesen, möchtest du übernehmen? Jetzt hin. Nö, der bleibt jetzt hinten. Nicht ist so hässlich. Ja. Das Schiff macht Zicken. Wiesen, du solltest deine Schiffe mal ein bisschen besser warten. Ich glaube, es ist eher der Helmsmann als das Schiff. Deswegen berühre ich gerade die Joysticks nicht. Aber das macht trotzdem schlechte Dinge. Gut, jetzt? Jetzt fühlst du das, fühlt sich an, als hättest du es wieder unter Kontrolle, oder? Genau. Gut. Meine, hübsch ist er schon, der Karren. Ne? Komm, kurz. Irgendwie. Korea. Ganz hübsches Teil. Wäre das Loch nicht. Das, geht das wieder los. Ach ja. Wir nehmen es jetzt so, wie es ist, das Schiff. Mit Loch? Mit Loch. So. Obacht oder auch Hot Hot Hot. Obacht. Warschau. Genau. Jetzt in der Nähe von Korea? Ja. Ich sehe es leider nicht. Ich gucke nur Korea hinten. Ist direkt voraus. Noch keine Kontakte an Backbord? Keine Kontakte, Achtern. Ist auch keine Sau bei Korea irgendwie. Komm zu Crashcore, haben sie gesagt. Sieh das Verse, haben sie gesagt. Ja, das Verse sehen wir jetzt. Das hast du nichts zu tun gerade. Haben wir einen Server ohne Backbord sehen sie Korea. Nichts ist hier, nichts. Keine Menschenseele, gar nichts. Nee, ich habe auch keine Redcons. Und das, Missionsziele? Die Missionsziel für die Mission ist... Die Monitore zerstören? Destroy the PDC Monitors. Wusi an Backbord? Hab ich auch. Eliminate Wusi. Ja, kann es sein, dass sie nicht spawnen? Hm. Ich fürchte. Hm. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt doof. Ich schau doch mal nach. Wieder wir hatten noch Break in at Security Post Korea. Das ist die FPS-Mission. Na, das könnten wir dann wenigstens probieren. Weil ich meine, jetzt sitzen wir noch im Schiff hier. Ja, aber... Comrade zu befrieden oder aber so. Aber es gibt scheinbar keine NPCs in Jägern. Gar nichts, ne? Zumindest nicht auf diesem Server. Komisch. Ich habe angenommen. Und gibt's eine Comrade-Mission? Nee, ne? Negativ. Nee. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal Korea. Vielleicht kommt ja dann irgendwann mal jemand vorbei. Ja. Ja, ein Redcon-Spieler. Ach, der ist das Wusi. Wusi, 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 Wusi. Würde ich jetzt so gut treffen mit dem Turm. Ich könnte dich auch gerade sehr, sehr gut treffen. Ja, wenn du nur den Turm triffst, also hätte ich kein Problem mit. Sawyer? Ja. War die Teams zusammenstellen? Wer ruft mich jetzt an? Ich. Neuer will testen. Ich will das gerade testen, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert. Geil. Mit Face-Over oder ohne Face-Over? Ne, wir haben beide Helme auf. Also bei Wusi würde ich... Warte, du hast bei mir keinen auf gerade. Achso, ich habe keinen auf, natürlich. Nee, stimmt. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Ach, guck mal, du bist jetzt wirklich auch bei mir oben in dem MFD. Wie cool. Gut, also dann... Ja, wir machen das mehr oder weniger jetzt nach Türmen. Das heißt, Gigdo und Weezen sind ein Buddy-Team, Sudo und Warhazard sind ein Buddy-Team und Caridon und ich. Ist am einfachsten zu merken. Und ich würde schätzen, Wusi, du bleibst einfach, du kommst nicht mit rein, sondern du bleibst im Schiff außen und guckst, ob irgendjemand kommt. Ja. Check. Arsch hängt über. Ich steig schon mal auf. Ja, ne? Das, wie gesagt, große Schiffe sind gerade etwas zickig zum Landen. Verlasse Turm.
So, schnell was anziehen. Ensign Soft. War jetzt nicht die schönste Landung, aber... So, wir treffen uns alle bei der hinteren Schleuse. Check. Mindestens ein Redcon. Wo? Check. Korea, sehe ich im Fenster. Ach, das ist der NPC, der am Fenster steht. Ja. Sie reagieren auf Geräusche, das heißt nicht schießen und am besten geduckt laufen. Check. Also schießen nur, wenn es wirklich sinnvoll ist. Ja. Genau. Ansonsten zieht ihr nämlich alle auf einen Punkt. Ey, ich messer die alle, ey. Mit dem nicht vorhandenen Messer? Ja. Aber was mit der Nahkampfattacke? Wäre das leise? Ja, wäre es, aber ich bezweifle, dass du so nah rankommst. Boah, ich leg's mich doch an den Tisch, ey. Du kommst schon so nah ran, ich weiß noch nicht, ob es genug Schaden macht. Ja, gegen den Kopf ist wanted. So, wenn Caridon da ist, fahren wir runter. Bin raus. Check. Du bist raus? War ist das? Du bist raus? Ja. Okay. Also jetzt nicht so aus dem Game, also ich bin gecrashed. Also. Ja, alles klar. Dann wo ist denn Gigdo eigentlich? Wo sie landen? Du bist Gigdo, du hast hier, keinen Marker bei mir. Ja. Ich bin das hier. Okay. Ja, Gigdo mit der Lampe, okay. Genau. Also der ohne Marker, Huisen. Es gibt insgesamt 7 Redcons. Check. Huisen, kommst du? Doch, schon da. Komisch, bei mir sieht das immer, das ist so total lustig. Hinter Gigdo bin ich, aber ich meine, hier sieht uns natürlich der NPC komplett, ne? Ja, aber sie reagieren noch nicht. Sawyer, möchtest du bei den Team niedermachen oder so? Nee, mach du ruhig, ich komm mit. Einfach, okay. Ich gucke nur mal, dass alle ein bisschen zusammenbleiben. Da ist, wunderbar. Ja, Huisen, du schließt dich einfach Huisen und Gigdo an. Check. Nee, nur Gigdo nicht, Gigdo ist der Vorderste. Gigdo ist der Vorderste, ja. Also jetzt gerade. Keine Marke habe, ja, ist okay. Sicherer nach hinten. Schleuse clear. Last. Vorne rechts. Keine. Wer cycelt? Kann cyclen. Ist er bereit? Check. Cyclen. Voraus clear. Ja. Rechts ein Gang. Zwei Gänge dahinter. Kontakt direkt vorne aus. Splash. Ich gehe rechts weiter. Caridon, guckst du noch links rein? Achtung, Kontakt! Kontakt! Splash. Head vor. Voraus ist noch ein möglicher Kontakt. Splash. Ist ein Splash hier hinten. Frag out. Check. Von wem war der die Frag? Ich bin auf deiner 2. Achtung, da ist noch einer. Splash. Splash. Redcon. Direkt 8. Ja. Ach du, Gigdo, bist du hinter mir? Du bist vor mir. Ich bin hinter euch. Splash. Ist Splash, ja. Ich lade, Caridon. Check. Hinter uns eine Schleuse ist clear. Zwei Redcons übrig. Check. Ja, aber wir sind oben, würde ich schätzen, oder? Wahrscheinlich. Warte, Achtung. Caridon, wollen wir... Redcon. Flash. Redcon. Flash. Ein Redcon übrig. Einen höre ich noch. Upper. Ja. Seitengang clear. Ist der hier drin? Negativ? Nee. Clear. Folge der Wiesen. Also er müsste hier sein. Ich gehe hoch Richtung Landing Pad 7. Ich bin beim Control Room. Rechts clear. Schleuse clear. Control Room ist clear.
Ich höre immer so Spruchstücke irgendwie von dem. Caridon, alles Jack. Gut bei dir? Jack, meine Waffen waren nur buggy. Wollen wir nach oben noch, oder? Check. Ja, weil hier unten ist Reform on me. Check. Reform. Hier unten war ich noch nie, in dem Loch. Hier ist ein Loch. Ja, das ist neu. Das ist rein. Neu. Es gibt auch hier einen Tunnel jetzt zwischen den Rohren. Hier? Check. 6-4. Achtung, hier bin ich, Sawyer. Ja. Ja, check. 2 Green Cards, 8. Ja, 2 Green Cards. 8. Kann natürlich sein, dass er auch verpackt ist. Ja. Das ist neu hier, genau der Bereich, dass der offen ist. Neu ist es clear. Irgendwo muss der doch sein. Hab ihn! Hab ihn! Ja. Ja. Ist der auch nach unten gerannt? Negativ. Wo ist er? Breakout. Check, ja, ich bleib zurück. I see him. Ja, Splash. Der ist Splash. Good job, clear. Clear. 7 gezählt. Check. Dann clear. Ich wurde auch bezahlt. Wunderbar. Ich lade. Sehr schön. Jemand ein Crime Stat? No. Nee, ne? Nach dem neuen. Negativ. Wunderbar. Das hat ja geklappt. Dann. Wir sollten vorsichtig sein. Wenn jemand die Mission nochmal annimmt, dann joinen welche nach. Genau. Hier, damit euch einen Cooldown vor ein paar Minuten. Okay. Zurück zum Schiff. Würde ich sagen, ne? Check. Check. Hier gibt's ja sonst nichts mehr zu holen, oder? Check. Korrektur, die ist direkt wieder gespawnt, die Mission. Okay. Also können wir sie nochmal direkt machen. Dann aktivier sie doch einfach, während wir hier drin sind. Ja. Können wir natürlich auch mal. Caridon und ich sind jetzt gerade in der Schleuse, aber mach doch mal. Ja. Das ist ein bisschen gruselig, ich bin nämlich oben in diesem Kontrollraum. Ja, wir sind gleich wieder bei dir. Nee, es passiert nichts, wenn man sie annimmt. Und bei dir? Also, funktioniert nicht. Kann es nicht sein, dass sie jetzt ein paar Sekunden brauchen? Naja, die Mission, ich habe sie angenommen, danach ist sie verschwunden. Sie ist auch nicht mehr mobil. Ach so, okay. Verstehe. Ja. Ich könnte nochmal versuchen, sie anzunehmen. Versuch mal. Nee, taucht nicht mehr. Also ich hab's ja auch nicht mehr. Ich guck nochmal. Nee, ein Comrade hätte ich jetzt. Ach, dann lass uns doch das Comrade annehmen und zum Schiff zurück. Warte mal, und stopp mal. Ich hab den Security Post Courier noch. Ich probier's nochmal. Wenn du ihn annimmst, geht er wahrscheinlich weg einfach. Ja. Dann ist es Comrade, dann nimm schnell das Comrade an. Ja. Okay, dann also zurück zum Schiff. Kann ich die Waffen eigentlich von denen aufheben? Ja. Ja, kannst du. Hast aber kaum Munition. Ich glaube 30 Schuss, maximal ein volles Magazin. Genau. Und die Ammo Crates sind leider nicht mehr drin. Rear. So, treffen wieder bei der Frachtschleuse. Ja. Danke.